Hallo da, so liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Jumper. Mittlerweile ist es wieder Tag und wir haben in der letzten Folge auch schon die Enderperle hier geschnappt. Und wartet mal, wir müssen mal hier hochgehen, gucken, ob hier alles so ist, hier alles im Reinen. Oh mein Gott, wie kommt hier eine Hexe hin? LOL! WTF? Da unten ist noch ein Enderman, den können wir eigentlich auch gerade vernichten. Gut, dann ist er halt weg. Okay, wir haben hier auf der Insel, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch weitere versteckte Truhen sind oder sowas, aber ich nehme es mal sehr, sehr stark an, dass hier noch irgendwie andere Truhen oder sowas sind. Enderman ist okay, beruhig dich, es ist alles gut, alles wird gut. Warte mal, wir haben hier einen Eimer Wasser. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal nochmal so einen Eimer Lava gebrauchen können, aber gut, wir werden jetzt erstmal hier uns hier oben nochmal... Mann, Enderman... Lass mich in Ruhe! Geh weg, du dummer Enderman. So, jetzt haben wir hier eine Enderperle und die müssen wir jetzt leider wegschmeißen. So, die dürfen wir nämlich nicht behalten, weil wir uns damit halt wahrscheinlich dann irgendwie von Insel zu Insel teleportieren. Aber gut, wir sind jetzt hier und versuchen jetzt hier mal nach da oben zu gehen, was wir in der letzten Folge auch schon versucht haben, wo einfach der Zombie hier neben mir erschienen ist. Einfach so, stellt ein Zombie neben mir und macht so, hallo, hallo Lars, hallo. Und er macht so, macht der Zombie, zack. Okay, oh ja, stimmt, hier oben ist noch eine Kiste mit einer Angel. Okay, und dann haben wir hier noch den Lucky Block. Wollen wir den gerade aufmachen? Aber ich habe so Angst. Mach auf, ganz vorsichtig. Wow. Hi. Ja, wie geht's? Er möchte 22 Diamanten und dann gibt er uns ein mega krasses Schwert. Mit 23 Diamanten auch oder mit 12 Diamanten gibt er uns eine richtig gute... eine gute Fishing Rod und dann haben wir noch eine Lucky Potion für 12 Diamanten. Aber ich glaube, wir haben gar keine Diamanten mehr. Ich glaube, die haben wir schon komplett aufgebraucht. Warte mal, jetzt müssen wir hier irgendwie... Oh nein, jetzt müssen wir uns irgendwie so ganz langsam nach unten bauen. So, und nochmal und hier nochmal und bam und kaboom und bumm und... Ich weiß nicht, wollen wir uns ein bisschen Lava mitnehmen? Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich viel bringt, aber können wir eigentlich mal machen? Nee, lass... Oh mein Gott! Okay, okay, geh weg. Warte mal, wir nehmen mal die Angel hier so als Verteidigungsding. Da können wir die nämlich weghauen. Das ist so Survival Games Profi-like. Okay. Wir müssen jetzt unsere ganzen Sachen wieder mitnehmen. Wartet mal, wir haben doch noch Leder. Wir haben doch Leder gehabt. Hier 9 Leder. Ich glaube, wir können mit 9 Leder können wir uns doch schon einen Rucksack craften. Perfekt. Dann können wir uns mit dem Rucksack, da können wir dann unseren Krempel reinmachen. Hier unseren ganzen Stuff, den wir haben. Warte mal, das hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Golden Pickaxe brauchen wir auch nicht. Das Gold nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die ganzen Enchantment Books will ich jetzt noch mitnehmen. Aber ich will die auch eigentlich nicht bis zum Ende rumschleppen. Warte mal, lass mal aussortieren. Protection können... Protection 1 brauchen wir eigentlich nicht. Unbreaking 1 auch nicht. Punch. Mann, was... Das lassen wir jetzt einfach mal hier. Also Unbreaking brauchen wir nicht, Protection brauchen wir nicht. Thorns, ah, das können wir gebrauchen. Lure, naja, nee, eigentlich auch nicht. Flame, ja, Punch. Und Blast Protection, ja, okay, gut. Das können wir eigentlich alles schon ganz gut gebrauchen. Bones, Oak Saplings nehmen wir auch mal mit. Sugar, Feathers, Sugar Canes können wir mitnehmen. Ein Leder brauchen wir jetzt nicht. Glowstone, das brauchen wir auch nicht. Copper, das. Emeralds, kann man mit Emeralds eigentlich Rüstung machen? Nö. Man kann mit Emeralds eigentlich nichts machen. Deswegen lassen wir die Emeralds einfach mal hier. Und gut, dann haben wir eigentlich alles, was wir benötigen. Oh, die Perle brauchen wir natürlich auch. Ich weiß auch gar nicht, für was diese Musikdiscs sind. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit, die ganzen Musikdiscs, weil es auf jeder Insel einmal eine Musikdisc gab. Ja gut, also wir brauchen jetzt eigentlich unseren Ofen nicht mitnehmen, aber vielleicht hier die Workbench. Weil auf jeder Insel gibt es ja natürlich genug Stone, aber hier gibt es nicht so viel Holz auf den ganzen Inseln. So, perfekt. Gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gerüstet, um uns weiter fortzubewegen. Jetzt müssen wir das mal irgendwie so putzen und jawohl. Das zockt auch immer, das finde ich richtig doof, dass es uns immer wieder Leben zockt, wenn wir hier uns von Insel zu Insel porten. Machen wir mal so, hier habe ich eine Spinne gehört. Ich habe eine Spinne gehört. Warte mal, wir machen hier mal... Da kann man noch hier ganz viele... Gibt es hier noch einen anderen Pilz? Genau, perfekt. Hä, ist ja voll gut gemacht hier dann. Warte mal, kann man das nicht irgendwie mit einer Axt oder sowas viel schneller abbauen? Okay, da kam jetzt nichts raus. Okay, gut, dann haben wir jetzt schon mal 4 Pilze. Ich habe Angst, dass hier irgendwie... Dass hier irgendwas ist, was mich töten will. Ah, okay, da ist es. Da ist die Spinne. Weg mit dir, du dumme Spinne. Lass mich in Ruhe. Da haben wir auch ein paar... Monster, wartet mal, dann haben wir hier, haben wir unsere Sticks mitgenommen. Ne, Sticks haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen, ich bin so ein Dödel. Ich hätte Sticks mitnehmen sollen. So, okay, bleib mal weg. So, dann haben wir den jetzt noch gekillt. Dann, stellen wir uns jetzt einfach mal hier rein kurz. Machen wir einmal so den hier, machen hier den Stick-Move und dann machen wir uns hier mal ein paar Fackeln.
Fackelaris, brauchen wir ein paar Fackelaris. Wir haben nur 16 Fackeln. Ist das denn hier ernst? Wir haben nur blöde 16 Fackeln. Mit 16 Fackeln kannst du ja gar nichts. Okay, jetzt gehen wir hier ganz vorsichtig rein. Hallo. Vor euch habe ich am meisten Schiss vor den ganzen Skeletons, weil die einfach so einen richtigen Rückstoß haben, wenn die einen angreifen. Dann hauen die dich einfach gerade so weg. Mit dem Bogen, Pfeil, Dingens. Hallo, Creeper. Explodier, komm, explodier doch. Ja. Ja. Jabadu. Okay, und da ist er gerade in die Luft geflogen. Okay, dann haben wir hier ein Loch im Boden. Wartet mal, wir haben doch noch irgendwo den Dirt gehabt. Ist eigentlich immer ganz gut, um so die Löcher zu verschließen. So. Okay. Wie sieht es denn hier auf der Insel aus? Ist hier irgendetwas, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können? Da unten war ein Zombie, aber ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist. Hallo, Mr. Zombie. Da haben wir hier nochmal Bone. Oh, da unten geht's weiter. Ah. Leute. Okay. Hier ist es wirklich sehr, sehr gefährlich. Hier ist es wirklich viel What the holy kaboli shrub. Da sind sau viele Monster. Weg! Bleibt weg von mir. Geht weg. Das war der Zombie, den wir eben schon angegriffen haben. Oh mein Gott, wie kommst du hier hoch? Du dumme Spinne, die hat mich vergiftet. Nein! Nein! Mist. Mist, 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 Mist. Wir haben Poison. Okay, jetzt warten wir kurz, bis das Gift aufhört. Warten wir kurz. Noch 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt hört das Gift auf. Dann raggen wir kurz. Hiermit, so. Ey, hier sind so viele Spinnen. Die sollen mich mal gerade alle in Ruhe lassen hier. Na toll, da komme ich auch nicht dran. Das ist auch dumm. Ja, ja, ja. Ba, da, ba, du. Ja, ba, da, hu, ba, da, hu, ba, da, bu, da, piu, da, pow. Hab ich die erwischt? Okay. Warte mal, wir müssen uns hier irgendwie gerade einen Fluchtweg machen, falls es hier zu heftig wird. Hier wird das ziemlich krass gerade. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, Lars, ganz ruhig bleiben. Du dumme Spinne, geh weg! Geh, oh! Gibt's das? Oh mein Gott, noch zwei Herzen. Warte, ich mach mir mal gerade zu. Oh Leute, es wird hier richtig knapp gerade. Oh oh. Boah. Okay, wir haben noch... Okay, jetzt können wir raggen. Alter. Boah, also ihr merkt es schon, es ist ziemlich heftig, Leute. Es ist ziemlich heftig. Es wird auch ziemlich heftig. Krass. Wie krass ist das denn bitte? Alter, ich bin fast tot und ich habe hier so eine Zigarette. Seht ihr das so in meinem Mund? Okay, es ist eigentlich ein Pfeil, aber ihr versteht schon, was ich meine. Warte mal, lass mal. Kann man da sich irgendwo hinbuddeln vielleicht? Ist das nicht so... Vielleicht hier lang? Boah, krass, ey. Ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet, dass es so heftig wird hier. Was ist das denn überhaupt für ein Müll? Ich höre die ganze Zeit diese dummen Spinnen, Mann. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Diese blöden... Oh, da unten. Ich wäre fast reingelaufen. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter. Oh Mann, Leute. Wir müssen wirklich gucken, wie wir uns jetzt hier gleich wieder weiter bewegen. Noch 3, 2. So, und jetzt wieder raggen. Toll. Na, supidupi. Das ist natürlich sehr toll. Nee, wir machen jetzt hier nicht auf, sonst tötet uns die Spinne gleich noch. Ey, da habe ich gar keine Lust drauf. Jetzt einfach zu sterben wegen so einer blöden, verdooften Spinne. Warte mal, dann lass hier drin einfach mal gerade ein Lager aufschlagen. Vielleicht können wir dann hier ein bisschen Cobblestone noch abfarmen. Warte mal, dann machen wir das hier wieder direkt zu. Ohne Probleme. Uno problema. Nix problema. So, tut mir leid, ich rede manchmal einfach so ein bisschen Unsinn. Okay, gut, Leute. Wir sind jetzt hier drinnen und wir versuchen hier... Warte mal, wir nehmen einfach mal... Ja gut, wir haben eigentlich genug Eisen, sonst hätte ich jetzt gesagt. Wir nehmen einfach die Stone Pickaxe, um uns hier irgendwie einzuhöhlen. Aber brauchen wir ja nicht, wir haben ja genug Iron. Alter. Machen wir hier mal so zu. So, so und so. Okay. Okay, gut, Leute. Wir sind jetzt hier wieder in Sicherheit einigermaßen. Viel Essen haben wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Deswegen verschwenden wir mal das nicht. Lass einfach mal gerade das hier essen, damit wir trotzdem raggen. So, okay. Dann regenerieren wir trotzdem zwar nur für kurze Zeit, aber wir regenerieren. Und das ist ja die Hauptsache. Alter, ich höre die ganze Zeit nur Spinnen. Die ganze Zeit höre ich nur die ganze Zeit diese doofen Spinnen hier. Warte mal, wir machen mal hier auf. Ein Ding auf. Kommt rein. Da, oha, ey, da sind einfach 3 Stück.
Kommen die hier hoch? Nee, die kommen hier nicht hoch. Okay, dann machen wir das so, dass wir hier aufmachen, weil hier kam nämlich die eine Spinne hoch. Da ist auch ein Spawner. Interessant. Ja, kommt die hier hoch? Ja. Bleib schön weg, bleib schön weg. Komm hoch, bleib weg, komm hoch, bleib weg, komm hoch. Mist. Mist, komm jetzt hier. Oh, da ist Eisen. Ja, ja, jawohl, 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 eine. Und da ist noch ein Skelett, okay. Gut, wir warten jetzt lieber, bis es wieder Tag wird, Leute. Und dann gucken wir mal, was da sich noch so ergibt. Mist. Wir sind einfach wie eingekesselt hier. Wir sind einfach wie eingekesselt. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal auf YOLO-Action hier runter. Drauf, 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 drauf. Okay, dann bauen wir hier direkt den Spawner ab. Okay, 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 okay. Okay, jetzt müssen wir irgendwie weg. Boah, krass, 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 wir sind fast tot. Okay, kein Poison mehr, super. Okay, gut, jetzt haben wir die Nacht überstanden, Leute. Und jetzt haben wir auch noch den Spawner abgebaut, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir warten jetzt nochmal kurz, bis wir ein bisschen mehr gerackt sind. Alter Vater, ey, das glaubt ihr mir nicht. Das ist vielleicht schwer. Krass, ohne zu sterben, es ist so schwierig. Obwohl es nur ganz normale Monster sind, es ist so schwer. Das, ey, ich glaube selbst nicht. Das ist verdammt, verdammt, verdammt schwer. Wir brauchen echt mehr zu essen, Mann. Wir brauchen hier unbedingt Pilze raus oder sowas. Gib mir Pilze! Ich brauche Pilze! Wir hatten jetzt bis jetzt nur 4 Pilze und dann brauchen wir noch irgendwie so... Ach, da ist einer rausgefallen gerade. Da brauchen wir noch Suppenschalen. Und dann machen wir uns gerade Pilze einfach damit. Die bringen nämlich richtig viel. Suppen bringen immer richtig gut Hungerkeulen. Und dann machen wir uns einfach ganz viele Suppen. So viele, wie es geht halt. Kann ich da oben auch dran? Ja, perfekt. Boah, Leute, Leute, Leute. Ich habe aber bis jetzt noch nicht den Lucky Block gefunden, komischerweise. Also, warte mal. Nicht, dass ich runterfalle. So. So, den hier noch. Zack. Dann brauchen wir noch das hier. Und dann haben wir eigentlich so ziemlich alle Pilze hier abgebaut, oder? So, 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 so. Gut, aber ihr merkt es schon, Leute, ihr merkt es. Es ist nicht mehr so einfach wie auf der ersten Insel. Hier sind jetzt auch schon einfach Spawner und sowas, die mich hier versuchen zu töten und sowas. Es ist nicht mehr so einfach, Leute. Also es ist wirklich sauschwer mittlerweile. Also ich muss echt sagen, ich frage mich echt, was da so auf den anderen Inseln so auf mich zukommt, wenn das hier schon so heavy ist. Also ich, okay, es ist jetzt nicht so krass, krass schwer, dass es unschaffbar ist oder sowas, aber es ist schon schwer, also wirklich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es schon auf der, warte mal, wie viele Inseln sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Insel sind wir jetzt. Dass es so schwer wird hier noch, Alter. Richtig krass. So, so, dann machen wir das hier noch. So, dann haben wir es gleich hier alles abgebaut. Ach komm, das lassen wir jetzt einfach mal. So, hier hoch. Da ist ein Creeper. Hallo, Mr. Creeper. Da ist auch Kohle noch ein bisschen. Das können wir eigentlich auch mal mitnehmen, die Kohle. Warte mal, wir leuchten hier auch nochmal gerade aus. Oh, da ist ein Skeleton, Skeleton, Skeleton. Du auch, Enderman. Du bist jetzt einfach abgehauen. Feigling, stell dich deinem Gebieter. Was zur Hölle, Lars? Ja, genau. Nee, so, so. Wir hätten echt mehr Fleisch gebrauchen können. Das wäre es vielleicht gewesen, Leute, weil mir ist gerade was richtig gedämmert. Wir hätten eigentlich von Anfang an dieses Wheat nehmen können, statt uns Brot zu machen, hätten wir es aufheben sollen und hätten dann auf der anderen Insel irgendwie die Tiere weiterpflanzen sollen oder die Tiere fortpflanzen sollen und sowas, damit wir halt eine richtige Farm machen können und so weiter und so fort. Und dann hätten wir eigentlich damit überleben können. Aber nein, ich bin so schlau und habe mir 2 Brote damit gemacht, ja. Hier oben ist... nichts. Oh, da oben ist eine Kiste. 4 TNT. Für was brauche ich denn bitte TNT? Für was? Okay. Wartet mal, gehen wir mal nach da unten, wo der Spawner ist. Weil der Spawner war nicht umsonst da, Leute. Nee, wir brauchen kein Eisen. Der Spawner war schließlich... Au, okay, das war falsch. Das hätte ich nicht tun sollen. Der Spawner ist bestimmt nicht umsonst da gewesen. Das hat irgendwas bestimmt verteidigt. Aber was? Das gehen wir jetzt gucken. So, hier hin einmal. Zack, zack, zack. Hier, was willst du machen? Dummer Creeper, du. Dann haben wir hier nochmal ein Skeleton. Sind die hier in meinem Haus jetzt? Nee, sind sie nicht. Okay. Alter Mann! Alter, hier sind so viele Monster. Das ist unfassbar krass. Oh. Okay. Okay. Das war total... Oh, nice. Hier ist auch ein bisschen was. Gut, 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 gut. Okay, 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 okay. Dass ich das eben nicht gesehen habe. Ich bin so ein
Dussel, ey. Okay. Flint. Wir können doch eigentlich hier Gravel, genau, und damit können wir uns dann Flint oder Flintenstiel halt damit machen. Oder? Ist es Flint? Ja, Flint. Das können wir doch auch eigentlich mal mitnehmen. Vielleicht kann man da dann irgendwie Flintenstiel damit machen und dann TNT zünden. Aber ich wüsste jetzt nicht, für was ich TNT zünden sollte. Oder man kann doch auch mit TNT einen Spawner in die Luft sprengen, oder nicht? Ich glaube, das geht. Da ist die Enderperle. Super. Ist hier irgendwo noch... Wirft man die dann eigentlich von hier nach da oben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen mal einfach auf den höchsten Punkt und werfen sie dann von darüber. Gut, aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge, liebe Leute, weil wir sind jetzt hier schon am Ende angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und ja, das war es erstmal von mir, liebe Leute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft Jumper. Und wir sehen uns. Tschüss.